Ah, ich zeig's euch. Wir haben alles schon, was man in dem Run machen kann. Tainted Samson to the Lamp, außer die Time Challenges. Könnte man noch mitmachen. Bis gleich, Ben. Tainted Samson to. Was war's? Lamp. Das Lamm, der Wolf. Oh, die habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. XL direkt. Okay. Achtung, Achtung. Oh, nice. Ich glaube, ich mache den Nutzbörse gar nicht so wirklich jetzt die ersten zwei Ebenen, weil ich will eigentlich nicht den Devil Deal verkacken. Außer ich verkacken eh jetzt. Gewusst, genau das. Genau das passiert dann nämlich. Naja. Aber ich kann ihn auch gar nicht einsetzen. Das geht natürlich auch nicht, weil dafür ist er zu strong. Es ist diese Kombi, ne? Ich hasse sie. Das ist schlimm. Ich hasse diese Kombi an Gegnern. Also wir können ja ein lustiger Run geben hier. Müssen wahrscheinlich gleich nochmal starten. Diesen Shard of Glass muss man auch nicht verstehen, oder? Also, der ist ja halt wirklich einfach nur Kacke. Nie gesehen den Raum. War was Gutes im Shop? Echt ein Herzchen? Wäre in dieser Situation ja schon ganz gut eigentlich, ne? Wollt ihr eine Slot Machine mitnehmen? Nee, ne? Slot, nicht Slut. I'm sorry.
Ah, Gottes Willen. Ah, sollte ohne Damage machbar sein, oder? Das heißt, wir haben noch 50-50 Chance, ungefähr. Goblin. Wie lange sind wir denn schon drin, dem Run? 5 Minuten. Das ist eigentlich noch ganz gut. Wir gucken es uns an. Wir nehmen es aber nur mit, wenn es richtig strong ist. Ja, okay. Nehme ich. Hallo. Gottes Willen, hat es Zeit gekostet. Schnarch. Sag ich mal, Schnarch. Experimental Pill. Oh, ein Pheromone. Ich hab's sogar noch gesehen, hab's mir trotzdem gekauft. Oh mein Gott. Hallo? Ist du mal kaputt? Hat er nochmal geschossen? Kleiner Arsch. Du gerne noch aufbekommen. Dazu brauche ich eine Bombe oder 2 Münzen, dann kaufe ich mir eine Bombe. Perfekt. Genau, ein bisschen Zeit, ne? Invested?
Nee. Bombe gewastet. Was soll ich machen? Mann, Mann, Mann. Mini-Battery. Das ist noch gut. Gerne so einen Sprint-Button bei dem Spiel. Das wäre geil. Für Isaac 2 vormerken, lieber Edmund, bitte, wenn du zuguckst. Gib mir einen Sprint-Button. Das ist halt alles Müll, ne? Sozusagen alles Müll. So, und jetzt heißt es Gas geben, aber will ich so überhaupt Boss Rush machen? Ich glaube nicht. Hoffe nicht. Thank you.
Müssen wir. Kein Weg dran vorbei. Jo. Auch wenn ich sterbe, Twins kann ich nicht liegen lassen. Hallo! Anscheinend! Nein, 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 ach fuck. BB, ja klar, wie oft kommt der denn in letzter Zeit? Warum weiß der immer, wo ich hingehe? BB. Hat er mich erwischt? Deine Pille, Mann. Schlecht. Kommt doch was raus! Isaac.
Lamp haben wir gesagt, ne? Schade. Was ist das denn? Es ist halt vierfach Müll. Der hat gesprochen, ich dachte, er wäre kaputt. Easy. Wieder Darkness? Nee, oder? Cooler Run geworden eigentlich, ne? Das hat mich doppelt gehittet. Jetzt geht's dahin. Aber wir haben Boss Rush geschafft. Vollkommen in Ordnung. Trotzdem schade wäre das jetzt.
Ace, grüß dich. Ja, bitte. Ich höre. Hast du Repentance geholt? Geil. Glückwunsch dazu schon mal. War mal eine gute Entscheidung. Wie oft muss man Marm besiegen, bis Wurms freigeschaltet wird? Einmal. Also Marms Fuß. Ich bin da ganz schlecht in solchen Dingen, aber ich glaube einmal. Nicht? Hast du irgendwie... Nee, ist öfters. Obwohl, sag mal jemand was dazu aus dem Chat. Ich weiß es nicht genau. Ja, das kann schon sein. Ich weiß nicht, wie oft man Marm... Oder muss man Marm öfters besiegen? Oder ist das elfmal Marm... Ja, es ist elfmal... Du musst elfmal Marms Fuß besiegen, bis Wurms kommt oder so? Ich weiß es nicht mehr. Muss mir jemand aus dem Chat helfen. Hä, das hatte ich doch vorhin schon, das Trinket. Oder das war in der Challenge. Fuß nur einmal, ne? Elfmal war bei Moms Hart, ja. Glaube ich auch. Das habe ich auch gedacht. Jetzt kommt man direkt zu Moms. Ja, ich verstehe dich. Du gehst bis Moms Fuß und dann beim nächsten Mal ist nach Moms Fuß wieder Schluss. Nee. Weiß ich leider nicht weiter. Tut mir leid. I'm sorry. So, bitte lass mich jetzt noch zu Hasch kommen irgendwie. Wäre cool. Devil und Elgis, passt doch, ne? Ich verstehe dein Dilemma. Defeat Mom, ja. Hast du das Achievement, Stace? Kannst ja nachgucken. Kannst ja nachgucken, wie die Achievements, ob du das Achievement hast. Okay.
Okay. Dann hast du Mods drauf. Aber kannst du... Du hast ja auf Dings, ne? Du hast ja auf... Hast du eine Daily Challenge gemacht? Oder eine... Oder eine Challenge? Oder vielleicht sowas? Oder hast du... Hast du eine Mod drauf? Aber das geht ja gar nicht bei auf der Switch, ne? Du hast gesagt auf der Switch... Nee, eine Mod drauf. Du hast irgendeine Mod drauf. Du darfst, glaube ich, am Anfang... Also wenn du eine Mod drauf hast, du darfst am Anfang keine Mods nutzen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich glaube, sogar bis du die 10 oder 11 Mal Wooms gemacht hast, keine Mod installiert haben, gar nichts. Glaube ich, war irgendwas. Irgendwas habe ich im Hinterkopf. Wirklich gar nichts. Auch keine Item Description, irgendwas. Dann kriegst du keine Dings. Dann kriegst du kein Achievement. Oder ich meine sogar nur, bis du das erste Mal Moms Fuß gekillt hast. Also falls du irgendeine Music Mod, irgendeine Item Description drauf hast, mach's runter. Oder deaktivier's. Und kill dann nochmal Mom. Das ist so ein kleiner Noob-Filter. Weil es ja mittlerweile Mods gibt, die halt sehr, sehr viel erleichtern, ne? Ja, das reicht schon. Musst du deaktivieren. Deaktivieren reicht, glaube ich, sogar schon. Das ist es, 100%. Ja, das ist es. Ich weiß noch nicht, wie lange du das nicht deaktivieren... ich meine aber nur bis Moms Fuß. Aber bin mir nicht sicher, ob du Wooms auch noch schaffen musst. Wo du Mods drauf machen darfst. Ist halt so ein Noob-Filter, ne? Dass man sieht, dass man wenigstens das so ein bisschen kann, ne? Bevor man sich Mods drauf machen darf, die vielleicht ein bisschen erleichtern. The world. Boon gibt's hier nicht, ne? Really? Deaktiviert. Durchsichtig ist deaktiviert. Technology. Könnte beides gut sein. Ich hab halt kein Homing mehr. Homing wäre jetzt natürlich sick. Chaos Run jetzt.
Durchsichtig ist deaktiviert. Ich habe es gerade vorhin gemacht, um die Daily zu machen. Für die Daily musst du sie auch deaktivieren. Definitiv. Really? Er könnte auch mal einfach sterben jetzt. Oh. Okay, schaffen wir nicht mehr. Damn! Scheiße, Mann. War das knapp. Schade. Aber Boss Rush geschafft. Nicht das, was die Challenges vorgegeben hat, aber Boss Rush. Passiert. War die ganze Zeit halt kein toller Run, ne? Der wurde erst, mal die ganzen Items, der wurde erst ab Twins gut und nach Twins kam auch eigentlich nichts mehr. Außer das Buch hat mich halt über Wasser gehalten, aber ja, ist so, wie es ist.